Venedig, das ist Romantik pur, das ist die Sehnsucht aller Europäer, der Traum aller Amerikaner und der Wunsch der Japaner. Doch die schönste Stadt der Welt wird abends zur Geisterstadt. Ganze Viertel stehen schon leer, von ihren Bewohnern längst verlassen, dienen diese unbewohnten Gemäuer dem Geschäft mit einem Mythos. Bordello. 20 Millionen Fremde besuchten die Stadt im letzten Jahr. Das sind durchschnittlich 60.000 am Tag. Und in diesem Jahr werden es wieder mehr sein. Ihnen stehen inzwischen noch 58.000 Einwohner entgegen. So viele wie zuletzt nach der großen Pest von 1438. Das urbane Eigenleben Venedigs ist beinahe zusammengebrochen. Es existiert kaum noch. Der Film zeigt, was vom venezianischen Leben übrig geblieben ist. Ein Immobilienmakler, der darüber nachdenkt, das sinkende Schiff zu verlassen. Oh, sono persone che vengono da fuori Venezia. O sono anche persone italiane che vogliono fare un investimento, che vogliono avere un punto di riferimento importante a Venezia. Venezia non è una merce da vendere con i cittadini in giù. Se c'è ancora un cuore che pulsa in città, è quello dei veneziani che è arrivato. Eine Subkultur touristischer Dienstleister, ein Hafen für die monströsen Kreuzfahrtschiffe, der auf seine Erweiterung wartet. E ovviamente stiamo già programmando per il futuro l'arrivo di navi di dimensioni superiori. Ein Lehrstück darüber, wie öffentliches Gut zur Beute einiger weniger wird. Ein Hohelied auf die letzten Venezianer, ihren Witz und ihr Herz. Das Venedig-Prinzip. Eine Stadt geht baden. Ab dem 6. Dezember im Kino.